Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medieval Dynasty. Da sind wir wieder. Bin ich jetzt eigentlich schwanger? Weil ich habe ja dem Typen gesagt, dass ich jetzt bereit wäre. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du schwanger bist. Wo sehe ich denn das? Also ich habe ihm gesagt, er kann ja schlecht schwanger werden. Boah, ich bin erst 19 Jahre alt. Da muss ich mit 19 Jahren schon ein Kind kriegen. Ja, du bist ganz schön spät dran dafür, ehrlich gesagt. Hallo? Oh, das Mehl könnte ich eigentlich da hinbringen. So, ich bin gerade noch ein bisschen beim Sachen ausladen und dann würde ich nämlich wieder los. Ich bin ganz schön Weltenbummlerin hier. Aber soll ich ja auch die ganze Zeit zu Hause am Herd rumsitzen? Na, du bist ja auch erst ganz früh nur schwanger, da kannst du noch arbeiten. Achso, hast du jetzt geguckt, ob der Dingens Leder hat? Ihm fehlt ein Messer, um Leder zu gewinnen. Oh, okay. Ja, immer das Gleiche. Es fehlt immer irgendwo irgendetwas. Na gut. Und dann müssen wir es von Hand herstellen und den Leuten hinterher tragen. Und das mache ich übrigens schon die ganze Zeit, während wir dieses Spiel zusammen spielen. Leuten Sachen hinterher tragen? Ja, von Hand. Also ich mache jetzt gerade die Holzhacken erstmal. Oh, das will ich nicht. Oh, hier ist ja gar nichts drin bei ihr. Lädt die Holzsachen nicht in ihre Kiste? Die lädt die Holzsachen, wenn sie die herstellt, dann lädt sie die in das Lager ab. Ins Große? Ja. Weil ich brauche... Und aktuell priorisiert sie Baumstämme ganz massiv. Dann stellt sie nämlich auch große Mengen davon her. Man kann daraus aber auch Bretter machen lassen von ihr. Ich brauche Holzstämme. Davon müssten genug da sein gerade. Holzstämme. Mal gucken. Nee, hier ist gar nichts mit Holz im Lager. Was? Bin ich im richtigen Lager? Also in dem großen Lager. Da sind keine Holzstämme. Ist gar nichts. Mach mich nicht schwach. Die ist kein Holz. Warte, ich komme gleich. Hast du was falsch eingestellt vielleicht? Nein, ich hab gar nichts verstellt. Vielleicht habe ich es alles rausgenommen und sie hat noch nicht angefangen, wieder herzustellen. Ha, weil dann kann ich keine Hacken machen, leider. Dann renne ich erstmal noch. Also solange jetzt kein Holz da ist, kann ich halt nichts machen. Ich will jetzt aber auch nicht anfangen, Holz zu hacken. Das ist Quatsch für mich. Dann renne ich jetzt nur noch mal nach Ostaya. Und in Ostaya kann ich noch mal für unsere Felder Dünger holen. Weil ich würde gerne mal mit der Landarbeit hier vorankommen. Da würde ich gerne mal einen ganzen Schwallzeug mitnehmen. Ich glaube, ihr Werkzeug ist schon wieder alle und deswegen... Ah, dann bring ihr mal Werkzeug am besten. So, ich muss wieder aufpassen mit den Wölfchen. Da oben gehe ich lieber nicht lang. Schön, wenn man sich so sichere Pfade so anmalen könnte auf der Karte. Das wäre in der Tat schön. Dann kann man immer einfach den Pfad lang gehen. Muss keine Angst mehr haben. Wo bin ich hier? Aber das ging hier, glaube ich, letztes Mal ganz gut. Obwohl, hier war schlecht. Da sind schon wieder Wölfe, sehe ich doch. Dann gehe ich mal hier ein bisschen drumherum. Da gehen wir nicht hin, auch wenn ich da echt gerne an die Sachen gegangen wäre, die da rumliegen. Aber gut. Ja, aber nicht wieder sterben. Nee, ich gehe da jetzt nicht hin. Ah, hier ist der Weg. Perfekt. Hier war eigentlich immer ganz gut. Hier passierte eigentlich nichts. Wenn ich jetzt hier dem Weg folge. Hier war, glaube ich, auch nichts. Ah, hier sind die Füchschen noch. Aber die Fuchsquest haben wir, glaube ich, nicht mehr. Die müsste ja mit dem Jahr weggegangen sein. Ich weiß es nicht. Na, die haben wir, glaube ich, nicht mehr. Also da stand ja verfällt mit der Jahreszeitwechsel und die war ja im Frühjahr gewesen. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch die Sachen Herstellquests. Boah, ich freue mich so drauf, wenn wir dann mal ein Pferd haben. Also wir müssen halt so ein Fohlen nehmen. Man kann ja Fohlen kaufen, die sind ja nicht so teuer. Das geht ja sogar. Und dann muss man ja nur warten, bis das Fohlen halt erwachsen wird. Das reicht ja. Mhm. Jagen ist erstaunlich ineffektiv. Mhm. Ich glaube, es ja, hängt selber auch ein bisschen... jagen ist blöd. Oder meinst du jetzt unser Jäger?
Unser Jäger ist erstaunlich ineffektiv. Oh, holt er kein Leder? Er holt Leder, aber er holt 1,6 pro Tag. Oh. Kannst du mehr einstellen? Ja, aber es, ich glaube, ich bin besser dran, wenn ich einfach selber irgendwas töten gehe. Okay. Wo war das hier? Da. Ja, jetzt habe ich die Quest bei Dingens nicht mehr. Jetzt sehe ich die hier gar nicht mehr rumrennen. Oh, die Apfelbäume hier sind voll in Blüte. Ist ja schön. Aber hier sind keine Äpfel da, die ich pflücken könnte. Schade. Er sehen ganz toll aus hier, die Äpfel, aber... Aber nicht... Vielleicht die Äpfel hier in der Kiste noch drin? Ah, da kann ich gar nicht mehr ran. Okay. Schade. Das wäre cool gewesen, hätte ich mir meine Äpfel wieder rausnehmen können. Ach, da ist er ja. Mensch. So, ich hätte gern Dinger. Dung. Sehr viel Dung hätte ich gerne. Alles, was du hast, bitte. So, jetzt bin ich auch pleite. Kann ich ihr was zurückverkaufen? Na, ich verkaufe die Satteltasche. Ich meine, wir haben ja noch ewig kein Pferd, also von daher. Eben. Und bis wir ein Pferd haben... Hm. Das macht schon Sinn so. Haben wir entweder schon eine weitere gefunden oder haben eine kaufen können oder so. Also es lohnt nicht daran festzuhalten, glaube ich. Nee. Auch wenn es dich schmerzt. Nee, ja, schon okay. So, ich nehme noch 3 Pflaumenbaumsetzlinge, weil wir noch Platz haben bei uns da auf dem Feld. Gut. Okay. Dann haben wir auch, glaube ich, alle Bäume, die sie hier anbietet, tatsächlich. Ja, ich glaube ja. Sehr gut. Okay, gut. Mehr, glaube ich, möchte ich nicht. Der blöde Hase gibt mir nur Pelz und kein Leder. Schäfchen können wir noch nicht holen, weil wir kein Gebäude haben. Na gut, dann komme ich mal zurück und schaue, dass ich auch mal ein bisschen EP farme, so in den ganzen Sachen. Landwirtschaft und so. Hirsche sind schneller als ich, ne? Ja. Da musst du mit dem Pfeil rein oder mit dem Speerwurf. Ich hab keinen Pfeil. Dann ist schlecht. Deine Frau hat wieder Werkzeug für Holzdingsen? Ja. Okay. Gut. So, ich komme jetzt zurück mit sehr viel Dung und Zeug. Das Gute ist, wenn ich Dung herstelle, dann bringt das ja auch wieder EP für Landwirtschaft. Sehr gut. Das ist richtig. Das ist gut. Das Gute ist, immer auf dem Rückweg gebe ich mir gar keine Mühe zu überleben, weil ich bin ja schneller da, wenn ich sterbe. Das ist wahr. Ja, man hat ja gar nichts davon, sich Mühe zu geben. Nee, nicht wirklich. Bin ich gerade da? Würde hier auch echt gerne noch mal irgendwas finden. Ist immer so schön, die Ausbeute von was finden. Ich guck mal, ob ich noch mal auf dem Rückweg noch mal irgendwas mitnehme hier. Ja, versuch, hör mal, wenn du ein Wildschwein oder sowas töten kannst. Nee, ich meinte jetzt irgendwas, so eine Zeltstadt oder so, wo man vielleicht wieder einen Rucksack oder so findet. Das meinte ich. Ja, aber so 4 Leder wären nett. Dann können wir nämlich die Quest erfüllen. Na gut, das kann ich aber auch hier mit den Dachsen zum Beispiel. Die droppen, glaube ich, auch Leder. Die machen Pelze. Achso, na gut. Darf ich den Dachs trotzdem töten? Oh nein, mein Kupfermesser ist kaputt. Du darfst töten, was du willst. Gut, geht nicht mehr, mein Kupfermesser. Ah nein, jetzt greift mich der Dachs an. Okay, Dachse töten einen tatsächlich, wenn man nichts macht. So, ich habe aber noch einen Speer. So, Dachs tot. Ohne Messer. Okay, ich brauche aber ein neues Messer. Oh, es war ein Kupfermesser. Habe ich noch ein Bronzemesser nicht irgendwo? Steinmesser habe ich auch noch. Na gut. So. Sieht ich mal mit Steinmesser aus. Na, ich höre hier doch noch irgendwas knurren. Ich sehe es nur nicht. Wolf. Boah, ey, die Wölfe tackeln einen immer weg wie sonst was. Mm.
Oh, und Banditen. Okay, ich bin tot. Dann vielleicht lieber nicht. Hier liegt auch gar nichts mit dem Banditenlager. Schade. Dachte, vielleicht kann ich noch irgendwas mitnehmen, wenn ich sterbe. Aber nö. Oh, Bison sind hier auch. Ach, schön. Ich habe meinen Speer verloren. Oh, ich glaube, das hat es mich jetzt gerettet. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, die... Oh, krass. Ach, wie krass. Ich bin durch die Bisonherde gelaufen und jetzt greifen die Bisons die Banditen an und killen die sogar. Oh, geil. Warte mal ab. Ja, ich warte. Bleib mal in der Nähe und guck, ob du irgendwas plündern kannst. Ja, hinterher. Ja, mach ich. Ich warte. Das ist ja geil. Vielleicht kriegst du sogar die Bisons. Vielleicht haben die schon eine Ausrüstung. Ja, ich würde gerne die Banditen auch. Oh, jetzt hat der Bison mich. Oh Gott, nein. Ich bin tot. Ich war zu nah dran. Du bist zu nah ans Feuer, du bist zu nah an die Sonne geflogen. Ja, ja. Der Bison fand das nicht so geil. Na gut. Haben wir eigentlich hier die Kisten leer gemacht? Okay. Ja. Okay, na gut. Aber die haben auch ganz schön lange gekämpft. Ich weiß nicht, ob das... Waren die Bisons oberhalb des Wasserfalls hier, oder? Ich war noch ganz weit weg. Ich war ganz, ganz, ganz weit weg. Also das kannst du nicht gesehen haben. Na, ich sehe ja die Richtung deines Pfeils auf der Karte. Also im Kompass meine ich. Ja, ich bin doch gerade schon wieder hier längst. Ich bin nicht mehr da. Ich bin schon tot. Ja, aber ich versuche deine Richtung nachzuvollziehen, um zu gucken, wo das war. Ich war wo ganz anders. Ich war richtig weit weg. Also du bist nicht hilfreich. Ich war ja gar nicht in der Nähe hier. Ich bin ja vom Dorf aus, von Ostoya, wo ganz anders hingelaufen. Ich bin nicht Richtung nach Hause gelaufen. Ich bin woanders. Das ist mir klar. Das habe ich mitbekommen. Aber du warst nicht übermäßig weit von mir weg und ich habe versucht, den Ort zu finden. Aber jetzt ist vorbei. Ja, aber geh mal lieber nicht hin. Also das Banditenlager, glaube ich, habe ich schon mal auseinandergenommen. Die Banditen waren jetzt irgendwie beim ersten Mal nicht da gewesen, aber jetzt da. Und jetzt haben einfach nur die Banditen mit dem Bison halt gekämpft. Ja, also so wichtig ist es nicht. Die haben meist nichts dabei. Die haben meist nichts Ordentliches dabei. Es lohnt sich nicht. Schade. Ja, es lohnt nicht. Da kann ich dir aus Erfahrung sagen, die hatten jetzt eigentlich nie irgendwas Geiles. Na gut. So, ich mache jetzt hier unser Feld. Ich hoffe halt, das wird dann was. Also irgendwie finde ich es halt komisch. Jetzt ist hier der Kohl halt drauf, aber es ist immer noch wie Samen, ne? Der sieht halt immer noch wie Samen einfach aus, der Kohl. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob man das irgendwie wässern muss oder sowas. Aber ich habe ja keine Gießkanne. Und der sagt auch gar nichts dazu. Also bei hier steht ja so unbesät, muss gedüngt, also sonst was. Bei dem Kohl steht es einfach nur Kohl. Vielleicht musst du es nochmal haken. Nee, dann würde da stehen, muss gehakt werden. Und es gibt keine Gießkanne hier in dem, bei Kuh. Da ist keine Gießkanne. Mhm. Also ich würde nein sagen. Bei dem Feld steht niedrige Effektivität, Feldschuppen weit weg. Aber ich glaube nicht, das ist nicht das Problem gerade. Aber der Feldschuppen steht doch genau daneben. Also hier steht Pflanzenwachstum, also grüne Phase. Also das wächst. Ja, okay. Dann muss vielleicht eine Jahreszeit vergehen. Ja. Ich mache jetzt hier noch mehr Kohl drauf und hoffe, dass es dann mit der nächsten Jahreszeit quasi dann was passiert. Schauen wir mal. Kann gut sein. So, das ist doch schön viel Dung hier. Jetzt noch mehr Kohl. Und mit Kohl kann die ja nämlich auch wieder was anfangen. Dann. Oh, erstmal haken. Also mit Kohl kann die dann Rezepte wieder machen. Mhm. Da haben wir ja ein bisschen was. Mensch, komm mir vor wie in Disney Dreamland Valley. Nur, dass man hier nicht so viel Geld rauskriegt wie bei Disney Dreamland Valley. Ha, Wildschwein. Mhm. Sammelst du noch Leder? Ja, jetzt habe ich es auch endlich zusammen. Oh, sehr schön. Für die Fackeln noch, ne? Ja, genau.
Guck ich mal, ob Holzstämme da sind für die anderen Dinger da, die ich noch brauchte. Für die Hacken. Für was? Für die Hacken. Achso, aber wir brauchen aber 4 Holzstämme für deine Quest, wo auch die Fackeln mitzugehören. Wir brauchen für alles. Aber das ist nicht das Ding. Das ist alles machbar. Ja, im Notfall kann man sich auch noch selber ein paar Holzstämme holen. Oh, ich bin schmutzelig. Das ist nicht so gut. Und ich habe Durst. Das ist zu niedrig, das Wasser. So, ich guck mal, ob deine Frau hier ordentliche Arbeit geleistet hat. Achso, im Hauptlager, ne? So, wie, die hat hier ordentlich gearbeitet. Auch wenn man schwanger ist, muss man seinen Teil beitragen. Gehst du mal weg von der Kiste? Nix drin, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Hä? Okay. Also macht die nichts mehr? Ich weiß... Nein, sie macht schon was eigentlich. Sollte sie zumindest. Vielleicht wird es irgendwo verbraucht und ich weiß nicht... Ja, aber wo? Oder? Also vielleicht wird irgendwo Brennholz hergestellt oder so? Ja, es wird auch Brennholz hergestellt, aber also nicht viel. Was? Gar nicht viel. Okay. Ich habe leider keine Axt. Also ich kann keine Baumstämme holen, weil ich keine Axt habe und auch keine herstellen kann gerade. Gib mir einen Moment. Good thing you can safely drink wine well. Ha, Lotomir ist übrigens bei dir schwanger. Oh, ja geil. Na denn? Sehr fortschrittlich hier. Mhm. Ich wollte ja mal einen Bogen verkaufen, scheiße. Und der Kirschbaumsetzling habe ich auch noch. Ich kann keine Sachen herstellen, weil ich auch kein Holz hacken kann. Nee, ich wollte gerade nur sagen, ich kann kein Holz hacken, weil ich gar keine Axt habe. Und auch gerade keine Axt herstellen kann. Bisschen unglücklich. So, neuer Kirschbaum. Jetzt ist hier tatsächlich die Axt ausgegangen. Ach Mann, ey. Okay, ja, gut, ich kümmere mich darum. Ich versorge wieder alle mit Äxten. So. Siehst du, wie sich hier immer alles zieht? Ah, falsche Jahreszeit für Pilze. Oh, scheiße. Na gut, doch da. Ich wollte eigentlich gerade Lotomir Pilze sammeln lassen für Gerichte, aber ist gerade die falsche Jahreszeit. Na gut. Aber er ist doch schwanger. Mir doch egal. Wen interessiert denn das? Die beim Wasserdingen steht doch die ganze Zeit doof rum, oder? Und macht nichts. Ja. Die könnte man doch zuweisen da zu dem Schuppen. Wo ist ja, denn klar, dieser wahrscheinlich Schuppen? Schon. Wo ist denn der? Du musst da nicht hinlaufen, du kannst es auch aus dem Menü machen. Ja. Ich wollte aber eh wissen, wo der ist, gell? Der ist hinter der Jägerhütte. Hinter der Jägerhütte. Da arbeitet ja jemand. Seteslava hast du ja schon, die Köchin. Ich könnte noch jemanden, also wir könnten die vom Wasser... Ja, schick die da auch hin, wenn die nichts tut. Mache ich auch. Ich schicke die jetzt auch dahin. Du kannst sie aber auch zum Beispiel in die Holzfällerhütte tun. Die holen jetzt nur Kupfererzton und Stroh, ne? Stroh finde ich, glaube ich, Quatsch. Ich würde eher Kalkstein machen, weil das haben wir gar nicht. Aber wozu brauchen wir Kalkstein aktuell? Na, werden wir ja noch sehen. Ich glaube schon, dass wir es noch brauchen. Und Stroh haben wir genug. Oder machen wir ein bisschen Stroh. Bisschen Stroh, bisschen Kalkstein. So. Na, so, jetzt haben wir da 10. Hier hätte ich gerne 2. So, 6, 21, 5. Okay, so ist gut. Okay, so finde ich gut. So, okay. Huch, wir haben eine Schmiede. Geil. Oh, schön. Ja, mega. Darauf freue ich mich. Da kann man einen Kupferhammer herstellen, eine Kupferaxt. Ja, ernsthaft, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich darauf warte. Die Kupferaxt? Ja. Ja, die Kupferaxt. Ganz gekauft. Besonders die Kupferaxt. Ich habe Kupferaxt geholt. Danke. Bitteschön. Okay, alles andere würde ich noch lassen. Es geht alles so schnell kaputt.
Ich bin die ganze Zeit nur am Ersatzwerkzeuge machen hier. Okay. Okay. Was nun? Also, hier habe ich mich gekümmert. Die Setzlinge stehen. Die Holzhacken, genau. Das ist jetzt noch ein Problem. Kannst du mir eine Axt geben? Oder ist jetzt schon irgendwo Holz wieder? Ich bin dabei, gerade Äxte herzustellen. Ich kann dir eine geben und nee, zwei nicht tue ich... Äxte, ich will eine Holzhacke. Achso, ja, gut. Oder eine Holzhacke, ja. So, das, also eigentlich brauche ich Holzhacken. Eine Axt. Du willst eine Hacke oder willst du... Na, eigentlich brauche ich Holzhacken. Hacke. Sechsmal. Das ist eigentlich das, was ich eigentlich brauche. Die kannst du durch Stöcker herstellen. Und einen Holzstamm, ja klar. Einen Moment, wie viele Hacken brauchst du? Sechs noch. Warte, das kriegen wir hin. Muss nur kurz genug. Siehst du, das mache ich den ganzen Tag. Toll. Ja, ich... Oh, ich habe eine Steinaxt. Oh, habe ich gar nicht gesehen, ich habe doch eine Steinaxt. Willst du mich verarschen? Also? Ich habe dir gerade eine Steinaxt gemacht und ich habe eine ganze Weile dafür gebraucht. Oh. Aber die kannst du doch deiner Frau reinlegen, die braucht die doch auch. Werde ich auch. How are you? Have a good day. Es müssten eigentlich zwei Hacken im Lager liegen. Im Lager? Ja, ich glaube schon. Warum? Weil ich mal welche gemacht habe. Ja, da sind auch zwei. Dann habe ich jetzt schon vier. Dann brauche ich noch vier. Ja, die habe ich. Sehr gut. Okay. Ich muss nur mich wieder bewegen können, weil ich maßlos überlastet bin. Jetzt kann ich gar nicht mehr langlaufen. Gar nicht mehr hinlaufen, wird schon abends, ist leider. Hello there. So long. Hier wachsen die Bäume wieder neu, oder? Ach nee, sind Zweige. Oder sind das die Bäume, die dann auch wieder kommen? Ich weiß nicht. Ja, auch nicht. Wohnt hier jetzt eigentlich irgendjemand, wo du ausgezogen bist? Nö. Da ist jetzt frei, okay. Wo wohnen denn die ganzen Leute hier alle? Na, wir haben mehr Hütten, als wir Leute haben gerade. So, ich werde die Hacken und die Fackeln werde ich ins Zentrallager legen. Und dann werde ich die Äxte meiner werten Frau in die Kiste tun. Die haben hier gar nichts in ihren Kisten, die Leute. Ist das richtig? So müssten die nicht auch Essen haben eigentlich? In Wasser und Essen eigentlich. Weil da ist gar nichts haben, bei den Leuten. Ich glaube, wir haben gerade nichts. Weil dann hauen uns die Leute bald ab, wenn wir denen nichts geben. Dann muss ich mal mich um Essen kümmern. Und Wasser brauchen wir. Wasser ja, dann quasi mit den Eimern, oder wie? Genau, du hast ja die Frau vom Brunnen gerade zum Erzscheffeln geschickt. Aber die konnte das gar nicht machen, weil da gar nichts, keine Eimer da waren. Oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sie hatte ja schon was getan, also zwischendurch, glaube ich. Nee, da stand dies untätig, weil kein Material da ist. Oh. Warst du jetzt in einer vollen Hütte auch, in der besetzten? Also hier sind Eimer mit Wasser in der Hütte, wo du gewohnt hast. Da nehme ich mal alles raus gerade. Ja. Weil da wohnst du ja jetzt eh nicht mehr. Nehme ich hier mal Wasser zu den anderen Leuten rüber. Und Fleisch, muss mal gucken, ob ich was finde. Du musst mal von der Kiste weg, sonst kann ich mich da nicht ran. Ja. Na gut, ich gehe weg. So, hier ist ein Haus. So. Ja, die müssen ja hier alle irgendwas haben. Mal, dass ich vielleicht mal ein bisschen Fleisch brate und den reinlege. Mhm. Aber viel habe ich leider gerade auch nicht dabei. Muss ich erstmal aus der Küche holen.
Boah, ist aber anstrengend hier mit den ganzen Leuten. Ja, was du nicht sagst. So, das ist Quatsch. So, wo leben die ganzen Leute? Ich finde ihre Häuser alle gar nicht. Das ist nur eine Jägerhütte. Keiner hat Feuerholz, na klar. Ist doch eine Hütte. Ja, Feuerholz haben sie auch nicht, ja. Die haben alle gar nichts. Ah, hier ist noch einmal mit Wasser zumindest in der einen Hütte, na gut. Gebratenes Fleisch ein bisschen. Ich glaube, wir haben ein bisschen Brennholz in unserer Kammer da. In unserem Hauptlager. Das war ein bisschen meine Schuld. Ich hab Brennholz niedrig priorisiert. Hm. Kann ich hier kein Fleisch machen? Nee. Fleisch hier vergammelt uns auch langsam. Dann nehme ich das mal mit und verarbeite das. So. Okay, da müssen wir uns noch ein bisschen drum kümmern, nicht, dass die uns hier alle abhauen. Ja, nicht, dass sie erfrieren im Winter. Ich meine, jetzt ist erstmal Herbst, das ist noch okay, aber jetzt sollten wir wirklich ein bisschen Feuerholz machen. Ja, Feuerholz kann ich gerade keins machen, weil ich habe ja keine Holz. Ich habe Feuerholz jetzt wieder in der Holzfällerhütte hier priorisiert. Mhm. Also hoch priorisiert. Ja. Das machen sie halt aus Holzstämmen. Wenn keine Holzstämme da sind, können sie auch kein Feuerholz machen. Mhm. Also sie sammeln praktisch das Rohmaterial für den ganzen restlichen Kram auch dort. Braucht mein Mann jetzt Wasser in meiner Kiste? So eine Frage. Ja. Wahrscheinlich, ne? Habe ich hier noch irgendwo jetzt Wasser? Da. So. Also ich glaube, Wasser müsste jetzt jeder haben. Jetzt kümmere ich mich ja darum, dass überall Essen ist. Welche Hütte waren jetzt noch nicht da oben, glaube ich. Nur drei. Okay, also viel haben die jetzt alle nicht. So ein bisschen. Nee. Ganz wenig jetzt für jeden was. So viel habe ich jetzt auch nicht gehabt. Also wir haben ja Mehl zum Beispiel auch da. Und wir könnten auch noch. Haben wir das Rezept für Brot? Ob wir das Rezept für Brot haben? Könnte ich kaufen. Dann würde zumindest ein bisschen Essen wieder reinkommen. Ich glaube, das lohnt sich aber wirklich erst, wenn wir auch tatsächlich Mehl selber herstellen. Ich meine, wir haben ja Fleisch. Ja, aber die können ja mit dem Fleisch nichts machen, das ist es ja. Die können doch, mit dem Fleisch nichts tun. Das wird gebraten und die nicht. Nur ich kann Fleisch braten. Die Köchin brät kein Fleisch, weil es kein Rezept ist. Ne? Nein, die Köchin nicht. Die braten das selber in ihrer Hütte. Hm. Meinst du, dass sie das unfertige Fleisch braten? Ja, ich denke schon, dass sie das tun. Das habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. Genauso haben wir ja bisher auch überlebt. Wir hatten ja ganz lange gar keine Küche. Ich habe jetzt das Fladenbrotrezept gekauft. Wir hatten noch 100. Ich habe das jetzt gemacht. Aber dann muss die Köchin muss wieder da arbeiten. Das Fladenbrot können wir auch selber herstellen. Ich will ja, dass die Köchin das macht. Ich will, dass das automatisiert alles ist, Maus. Ich möchte nicht die ganze Zeit hier rumrennen und mich mit so einem Scheiß beschäftigen, weißt du? Das mache ich schon die ganze Zeit. Ja, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich will, dass hier alles läuft. Darum ja, aber wir haben noch gar, wir stellen noch gar kein Mehl her, also wird das nicht laufen können. Ja, aber hier ist ja Mehl drin. Wir haben ja einiges an Mehl. It seems I forgot about food. Again. Ach Leute, was soll man da sagen? Man möchte, dass hier ein bisschen Wirtschaft kommt und er will wieder alles selber machen. Nee, was, das hast du, komm, hör mal. Du warst ewig lange in der Weltgeschichte hier und du weißt gar nicht, wie das hier läuft. Warum ist denn jetzt hier die Fladenrezept nicht drin? Ich habe doch das Fladenrezept gekauft. Es ist drinne, aber wir haben nicht die Materialien dafür. Da
Doch, ich habe ja Mehl reingepackt. Hier ist Mehl drin. Warum ist das Planrezept nicht drin? Wir brauchen aber auch Wasser dafür. Ja, du musst noch Wasser. Hast du einen Eimer? Weiß ich gerade gar nicht. Also ich kann keinen Eimer herstellen, da brauchen wir wieder Holz. Ich habe Eimer. Gut, dann hol mal Wasser und mach ihr das da rein. Das reicht dann jetzt für zweimal Brot. Wo sind unsere ganzen Eimer hin? Na, ich habe Eimer jetzt bei den Leuten reingemacht mit Wasser. Weil die das doch brauchen. Stimmt. Ja. Oh, ich habe aber auch noch mehr Mehl. Hier ist auch noch. Das ist doch. Oder? Hä? Wo hatte ich da? Hatte ich nicht mehr Mehl als das? Muss ich nochmal gucken. Mir ist so, als hätte ich eigentlich noch irgendwo Mehl gelagert. Huch, meine Fackel ist kaputt. Nein. Okay, ich kann auch keine herstellen. Ich brauche immer noch 4 Holzhacken, ne? Hast du sie schon gemacht? Ja. Wo sind die? Im Lager. Ah, warum hast du die zusammen in meine Kiste gemacht? Weil ich dir nicht immer alles in deine Kiste tragen will. Okay, ich hab sie. Gut. Da sind auch noch Holzschalen drin, die können wir noch in die Küche bringen. So, okay. So, ich muss jetzt aber schlafen gehen, weil ich sehe nichts mehr, weil ich keine Fackel machen kann. Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr hier. Ich sehe mein Bett gar nicht mehr. Okay, da glaube ich, irgendwo. Wir müssten mal irgendwie Fackeln oder sowas in die Häuser hängen, damit wir mal Licht im Gebäude haben. Ja, das finde ich schlecht, ne? Gibt's da? Ist wahrscheinlich die Ästhetik-Dinger, oder? Das ist wahrscheinlich Fackeln, oder? Ja, aber 2 Eisenbarren. Gerade, wo würde man das einstellen? Bei Technologie auch? Ja. Dann einfaches Haus? Mhm. Okay. Aber da sehe ich die gar nicht. Ah, da sind die gar nicht drin. Beim einfachen Haus. Warte mal, ich guck selber. Also wenn ich auf Haus einfaches Haus gehe, ist keine Fackel drin. Hm. Das gibt es manchmal bei manchen Städten so, aber bei dem einfachen Haus ist jetzt keine Fackel. Komisch eigentlich, weil wäre ja sinnvoll. Warte mal, es ist tatsächlich gar nicht so. Moment. Ich habe das doch eben noch gesehen. Ah, wenn du den Holzhammer rausholst und dann dekorieren klickst. Aha. Dann auf die Wand. Okay, verstehe. Und dann kann man Beleuchtung. Aber für einen Kerzenhalter braucht man zum Beispiel 2 Eisenbarren. Okay, ich verstehe. Na gut, Leute, wir sind am Folgenende. Ihr seht ja schon gar nichts mehr. Dann, ich freue mich auf nächstes Mal. Ich glaube, für mich ist jetzt erstmal die Session vorbei. Ich bin durch für heute. Ich mache noch ohne dich weiter. Okay, na gut. Dann eine Folge nur noch Seth und ich starr hier mit der Figur gegen die Hauswand oder so. Oder guck so aufs Dorf. Dann seht ihr, wie Seth da rumrennt und Sachen baut. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt Spaß und bye bye. Bye bye.